Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Dress und ich freue mich sehr, euch unsere Location Schloss Ehrenfels vorstellen zu dürfen. Dies ist der große Innenhof von Schloss Ehrenfels. Er bietet sich wunderbar an für eine freie Trauung unter schönem Himmel. Und hier im Hintergrund haben wir schon den Sektempfang für euch vorbereitet. Cheers, auf euch! So, und nun sind wir hier in der schönen großen Parkanlage von Schloss Ehrenfels. Ein toller gepflegter Park mit lauschigen Eckchen, wo ihr super Fotos machen könnt. Oder hier ein gemeinschaftliches Gruppenfoto auf der großen Schlosstreppe. So, wir sind jetzt hier in der Schlossscheue unserer Veranstaltungsräumlichkeit und die bietet wunderbar Platz für bis zu 120 Personen. Neben mir steht die Jennifer, unsere Veranstaltungsleiterin. Hallo. Und die Jenny steht euch für alle Fragen rund um das Thema Hochzeit perfekt zur Verfügung. Jenny, bitteschön. Auch von mir herzlich willkommen auf Schloss Ehrenfels. Ich befinde mich im Moment hier auf der Tanzfläche. Hier hinten im linken Bereich haben wir Platz für Band oder DJ. Hier gibt es Platz für ein Buffet. Im vorderen Bereich haben wir eine Bar. Dort können wir abends gerne eine Longdrinkbar oder eine Ginbar anbieten. Was wir natürlich auch zur Verfügung haben, wäre eine Leinwand und gerne dann bei Bedarf auch einen Beamer. Als Zusatzleistung können wir euch gerne zum Beispiel eine Salty Bar oder eine Candy Bar anbieten. Jetzt nehme ich euch mit in unseren Sitzbereich, um euch zu zeigen, wie individuell und vielfältig Schloss Ehrenfels gestaltet werden kann. An unseren Tischen finden 8 bis 10 Gäste Platz. In diesem hinteren Bereich, dem Sitzbereich, können wir 9 Tische stellen, sodass wir ca. 90 Gäste platzieren können. Hinter den Bögen finden noch 3 weitere Tische Platz, sodass wir dann auf die Gästezahl von 120 Sitzplätzen kommen. Wichtig für euch vielleicht zu wissen wäre zum Beispiel, wann kann der Dekoaufbau stattfinden. Ist natürlich immer davon abhängig, ob am Vortag eine Veranstaltung stattfindet oder nicht. Sollte eine Veranstaltung stattfinden, könnt ihr am eigentlichen Tag der Feier ab morgens ca. 8:30 hier in die Location und die Deko aufbringen. Sollte keine Vortagsveranstaltung stattfinden, darf die Deko natürlich auch schon am Vortag in den Saal. Hier sehen wir jetzt einen Tisch, wie wir ihn üblicherweise gestalten. Mit weißer Tischwäsche, weißen Stoffservietten, einer Stuhlhose, Gänge entsprechendem Besteck, Rotwein, Weißwein, Wasserglas und auf Wunsch auch ein 5-armiger Kerzenleuchter mit weißen Stabkerzen für die Mitte. Links und rechts von mir seht ihr jetzt unterschiedliche Tische. Da kann man wirklich vom Herzen heraus gestalten, wie man möchte. Wir haben ganz tolle Partner an der Hand, die sowohl von der Bestuhlung her als auch von der Floristik, Tischwäsche, das nach euren Wünschen realisieren und umsetzen. Verschiedene Jahreszeiten, verschiedene Themen. Hier auf Schloss Ehrenfels ist alles möglich. Beim Menü machen wir es gerne so, dass wir Suppe, Vorspeise am Tisch servieren. Das ist einfach festlicher und feierlicher. Hauptgang gerne auch am Tisch serviert oder in Buffetform. Meistens machen wir nach dem Hauptgang eine kleine Pause, sodass man vielleicht auch schon die erste Runde tanzen kann. Und danach das Dessert bei einer lauen Sommernacht auch gerne im Innenhof. Wenn ihr uns dann euer Vertrauen schenkt und mit uns feiern möchtet, dann wird es so ablaufen, dass ihr eine Reservierungsbestätigung mit Anzahlungsrechnung bekommt und im Winterhalbjahr oder im Frühjahr vor der Hochzeit, also dem Jahr, wo die Hochzeit dann stattfindet, meldet sich die Jenny dann bei euch wegen einem Termin fürs Probeessen. Da treffen wir uns dann im Biohotel Rose in Haingen-Ehestedt oben, wo wir dann zusammen das Ganze nochmal en Detail durchgehen mit Zeitablauf, Bestuhlung, Menü, Weinauswahl und so weiter. Bei allen Veranstaltungen ist natürlich auch bei unseren Caterings das Essen und die Getränke in zertifizierter Bioqualität. Das heißt, unser Bruder Simon zaubert für euch an eurer Hochzeit oder bei eurer Veranstaltung ein schönes Menü aus regionalen Biozutaten. Wir hoffen, ihr konntet einen schönen Einblick in Schloss Ehrenfels gewinnen. Wenn irgendwelche Fragen da seid, schreibt uns einfach eine E-Mail
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns euer Vertrauen schenken würdet. Vielen Dank.